Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel bei Aerosmania. Tja, ihr seht, richtig, World of Tanks. Auch mich hat das Fieber wieder ergriffen, dank World of Warcraft BFA, habe ich wieder so ein bisschen die Lust am Spiel gefunden und auch einen aktiven Clan. Ich bin dabei bei Shaun mit drinnen, mit reingeschlüpft und macht Spaß. Ich spiele wieder aktiv Bollwerke und wisst ihr, was auch geil ist? Wir können endlich deutsche Panzer im Bollwerk fahren. Vielen lieben Dank dazu nochmal, Paddy. Das ist eine deiner weisesten Entscheidungen gewesen, die du je getroffen hast. Denn nur diese Russenpanzer und Chieftains zu sehen, es ist echt lahm. Und es macht keinen Spaß. Und das nur, weil es dreckige Meterpanzer sind, ja. Und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Pendant zu finden, was natürlich hier und da seine Schwächen hat, aber mal ganz ehrlich, auch ein Chieftain oder ein 430U hat Schwächen. Die sind vielleicht nicht ganz so gravierend wie bei ihm hier, aber dafür hat er andere Stärken. So, kommen wir gleich mal zum Thema Panzerung. Ich will gar nicht so ausholen, weil es gibt Mausakrobat, es gibt Mailand. Ihr seht ja selber, ich bin ein riesen Mailand-Fan. Habe ihn auch unterstützt bei seinen Clan-Fights und habe ihn, das, also meinem neuen Lieblingspanzer, sein Trikot verpasst. Jetzt habe ich endlich einen würdevollen Träger dafür. Und ja, wenn ihr quasi Guides und Testberichte von den Panzer gegen Bahnenpanzer hören wollt, guckt euch Mailand an, tippt E50M ein oder Mausakrobatik, verlinkt es nachher unten nochmal und dann habt ihr da eure perfekten Guides. Da will ich auch gar nicht zu quatschen. Gibt schon viel zu viel. Ich möchte euch lieber erzählen, was für mich den Panzer besonders macht. Das ist einmal seine Wandpanzerung. Da bounced gefühlt im War alles. Ich kann es euch nicht anders erklären, aber es ist so. Und seine Geschwindigkeit. Also er hat 1200 PS, der Bengel. Ja. Nenne ihn mittlerweile liebevoll Brutus. Und diese 1200 PS sorgen natürlich in Kombination mit Bergabfahrten und seinem Gewicht, ja, das sind, wartet, lasst mich lügen, das sind 62,76 Tonnen, ja, leer und 67 Tonnen Höchstgewicht. Wenn ihr da quasi mit euren 50 km/h auf einen gegnerischen Panzer rollt, ist das wie, als würde eine deutsche Bulldogge euch anspringen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und da drückt ihr so Damage rein, scheiß auf die Kanone, wobei die Kanone auch geil ist, aber der Rammschaden ist genial. Ich verlinke euch da gleich mal ein schönes Video mit bei, dass ihr das einfach seht. Ich habe mich köstlich amüsiert. Also da hat Mailand und Mausi nicht gelogen. Vielen Dank euch beiden nochmal, ihr macht euren Job super und ich bin vielleicht nicht so ein großer YouTuber wie ihr, aber lasst euch das gesagt sein. Ich liebe euch und ich finde das herrlich, wie ihr das macht und argumentiert. Vor allen Dingen Mausi, du mit deinen Akku-Akku-Geschichten, ein Highlight. Nochmal kurz dazu. Ja, ich habe den Panzer gespielt, ich habe einen Limi gelernt und er spielt in meiner Meta, also ich habe wirklich viele 10er Panzer, spielt er jetzt die Rolle Nummer 1. Habt den jetzt in den Bollwerken gefahren, wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß und ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr deutsche Panzer fahren wollt, vergesst so ein bisschen erstmal die Heavies, vielleicht bekommen wir dank dem E100 jetzt endlich mal wieder, wenn der Push da rauskommt, also der Buff rauskommt, einen würdevollen deutschen Super Heavy, aber ansonsten höchstens noch den Kampfpanzerwagen 7, den Rest könnt ihr Tatsache einfach im Bollwerk vergessen. In mir Plänkel könnt ihr alle Panzer spielen, spielt die, die euch Spaß machen, aber in den Bollwerken werdet ihr damit nicht große Chancen haben. Ihr werdet da einfach von Chieftains und IS-7, also IS-7 und 430U Panzer überrannt. Das ist unnormal. Also was diese hässlichen Russenpanzer für einen Push bekommen haben, macht keinen Spaß zuzusehen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass der Kollege da ist. Er muss jetzt nicht unbedingt ein Deutscher sein, ja, wenn ihr Bock habt auf ein Franzosen, ich spiele einen Franzosen, wenn ihr Bock habt auf einen Japaner oder auf einen, was gibt's noch, einen Amerikaner, dann spielt den Patton, ein super geiler Tank, ein super geiler Medium Tank oder ein E4, ein super geiler TD mit drehbarem Turm. Top Ding und wird in der Meta auch mitgenommen. Also vielleicht nicht von jedem Clan, aber von unserem schon. Ja, das nochmal kurz dazu. Ich will, wie gesagt, nicht großartig ausschweifen lassen, guckt euch einfach mal ein Replay an. Muss jetzt schon lachen, es tut mir echt leid. Aber das ist es wert. Ich zeige euch das mal. Bis gleich, haut rein. So, wir befinden uns jetzt hier auf Himmelsdorf. Ja. Wir haben hier ein Gefecht mit 4 Heavys, 4 Heavys, 4 Zehner, 5 Neuner und 6 Achter. Das ist ein normales Hybridgefecht von den Zufallsgefechten, kann man nicht beeinflussen. Schlecht für die Achter.
geil für die 10er Top-Tier-Tanks, ne? Die können jetzt gut die Lebenspunkte aufsaugen und damit Credits verdienen. Es gibt da oben eine Anhöhe, da kämpfen in der Regel die Mediums. Ja? Ihr habt hinten die Gleise, die seht ihr jetzt quasi auf der Minimap bei der 1er und 2er Linie lang runter. Hinten bei K1, K2 stehen in der Regel ab und zu mal Artis, manchmal auch hier in der Base, je nachdem, wie sie gerade Bock haben. Wir haben jetzt keine Artillerie mit bei. Ihr werdet sehen, ich lasse das Spiel jetzt mal starten. Ich fahre jetzt hoch, ich spruch gleich mal vor. Wir fahren jetzt quasi hoch auf den Berg. Ja, ihr seht, da kommt schon eine ganze andere Menge Panzer mit. Wir haben den STB-1 mit dabei, den E-75 TS, der übrigens auch ein extrem geiler Panzer ist, den Panther 88, auch einer meiner Lieblingspanzer mittlerweile, Panzer. Hinter uns kommt ein 430. Das ist das 9er Pendant zum E-50. Und das Pendant von dem E-50M ist meines Erachtens, so wie ich es sehe, das 430U. Da stelle ich den Panzer gerne mit als Pendant ein. Warum? Weil die Panzerungswerte ähnlich sind, also ähnlich, ja. Der Turm ist bedeutend schwächer, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber an sich die Silhouette, also die Abpraller, die durch die Keilform entstehen, sind doch schon enorm. Daher doch sehr viele Spieler noch auf die Wanne schießen und nicht auf den Turret, also auf den Turm. Deswegen sind das meine beiden Vergleichspanzer immer. Der E50M ist ein bisschen mobiler, ja, dank seinen 1200 Pferdchen, die er hat. Über den Verbrauch wollen wir nicht reden, kommen wir nicht weit. So, hier noch gelabert, jetzt geht's los. Also ihr seht, hier oben wickelt sich quasi das komplette erste Kampfspektrum ab. Ja. Wir haben da drüben ein paar Medium-Tanks, wir haben hier einen Lansen C, ein schwedischer Achterpanzer, der relativ weit nach vorne gefahren ist. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie sich das Spiel entwickelt. Ja. Achtet einfach mal unten auf der Minimap auf den Schaden, der jetzt am Anfang nicht so prall ist, aber passt mal auf, was noch kommt. Es ist vielleicht nicht top. Ja, ich mache jetzt auch mal hier die Kamera auf meine Perspektive. Hab die Hände jetzt weg. Das ist übrigens ein Mod von mir. Also ich spiele unheimlich gerne mit anderen Sounds und ja, so leichten Gadgets, um das Spiel noch so ein bisschen hübscher zu gestalten. Also ein bisschen entspannter, lustiger. Ja, man muss ja nicht mal alles so ernst sehen, ne? Ihr seht, ich komme jetzt noch nicht zum Schuss. Jetzt habe ich die Schnauze so ein bisschen voll gehabt und dachte mir, Alter, ist eine E50M, guckst du einfach mal, was passiert. Da kam der erste, ein Knurven LX. Der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, meine Unterwanne. Cool. Er kommt vorgefahren, drückt mal in den Rinn. Hat nicht funktioniert. Der TIGA-2 hat mir gerade schön in meinen Turm geschossen von der Seite. Der T54 interessiert sich nicht mal für mich, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich stehe direkt vor deiner Tür. Willst du mich nicht wenigstens mal tracken? Jetzt kriegt der Tiger 2 schön in sein Turret als Dankeschön dafür, dass er mir ihn verpasst hat. Und jetzt kommt das Interessante, pass auf. 1615 Schaden, passt mal auf, was ich jetzt mache. Egal. Das da. 1035, ihr rammt. Und er hat 411. Ich habe den fast 1000 Schaden weggerammt. Fast. Unten, 2650. Pass mal auf, der LX da unten. Pass auf jetzt. 749. Ist ein Heavy, das ist ein schwerer Panzer. Ich ramm ihn. Und nehme ihn dann raus. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie viel Lebenspunkte er hat, aber ich habe jetzt schon 3390 Schaden gemacht. Und davon sind zwei nur durch Rammen. Der Panzer ist so geil. Das ist echt Wahnsinn. Also, er macht wirklich Spaß. Man muss wirklich nur wissen, wie man ihn einsetzt. Jetzt war natürlich eine Win-Win-Situation für mich, den Berg runterzufahren, gar keine Frage. Hab jetzt so gerade ihn verschossen auf den Udes. Ich weiß noch nicht, was er gleich macht, weil er fährt gleich mit seiner Unterwanne so weit raus. Da. Es ist klar, dass du da ihn auf den Deckel kriegst, wenn du so weit rausfährst, ne? War nicht der cleverste Move. Jetzt habe ich auf der Minimap gesehen, dass der T62A kommt. Dachte ich mir, da sage ich dir mal guten Tag. Schöne 414er Hit in den Schädel. Alles, was geht. Er drückt mir allerdings jetzt auch eine. Und da bin ich dann ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich mit dem E50M noch nicht so oft gefahren bin. Ich wusste nicht, wie er ein Sidestrape ist. Also das bedeutet, dass man den Panzer quasi in den Winkel bringt, wenn jetzt die Hauswand so ist, ja, dann bringe ich den so hin, dass der Schuss, der kommt, relativ krass abgeprallt wird von der Panzerung. Ne? Diese ganzen scheiß englischen Begriffe, das ist so furchtbar, Jungs. Man hat sich das so angewöhnt. Man kommt teilweise nicht mal mehr auf die deutschen Begriffe, ne? Weil man einfach im Kopf die kompletten englischen Wörter schon ins Deutsche übernommen hat. Und dann gibt aber viele Spieler, die wissen das nicht. Und da kommt man dann echt so mal. Also ich komme da persönlich für mich in Erklärungsnot, das anders zu erklären. Aber jetzt macht der Knurven, was ich cool fand. Ja, ich habe jetzt natürlich einen Schuss verhauen. Ich gebe ehrlich zu, war jetzt nicht so der prallste.
von mir. Wollt ihr den Knurven schön unterstützen? Pass auf, ziel schon auf den Heck von ihm. Was macht der Knurven? Fährt mit den Ketten davor. Das wird er wahrscheinlich gemacht haben aus Angst. Ihr kennt das ja aus eigenen Gefechten auch. Man reagiert schnell über oder macht Dinge, die ja, die hätten ja nicht sein müssen. Da habe ich wieder nicht ordentlich gezielt, mein Fehler. Da habe ich auch an Anfang gedacht, Alter, T-62A, krasse Panzerung, Wahnsinn. Da habe ich mich nochmal entschuldigt, ganz kurz dafür. Den Schuss habe ich nicht mehr abgeben. Zu risky, also zu riskant. Für die Statistik, wisst ihr, weil du hast so eine, wisst ihr, ist auch geil. Du hast da so eine interne Bewertung drin im Spiel für Trefferbewertung, also deine Trefferchancen, wie sehr du die geschafft hast, wie viele Treffer durchgekommen sind, was du an Schaden gemacht hast, wie du Schaden gemacht hast durch Rammattacken, durch Kanonenschäden etc. pp. Und das ist, jetzt zum Beispiel schieße ich nicht mal mehr. Ja, also ich habe den ersten Batzer noch rausgenommen da um die Ecke und habe den anderen einfach weggerammt, weil ich wusste, Alter, mit den HP brauchst du nicht mehr machen. Da kam gerade wieder ein Schuss vom Skoda T50, der wirklich eine gute Gun hat. Da kam einfach nicht durch, weil er wieder nicht auf den Turm gezielt hat. Und den ramme ich einfach weg. So. Jetzt seht ihr, ich habe jetzt mit Absicht Pause gemacht, weil ich kann euch leider die Endstatistik nicht mehr zeigen. Ich, Dödel, habe das Video gemacht und habe vergessen, einen Screenshot reinzublenden von dem Endergebnis. Ihr seht, 4327 Schaden gemacht. 1340 Schaden geblockt, also sind an der Panzerung quasi nicht durchgekommen. Und 789 Punkte habe ich durch das aggressive Vorfahren und durch Kettentreffer um den Panzer still zu legen noch als Unterstützungsschaden gut geschrieben bekommen. Ich hoffe, ich habe das so richtig formuliert. Wenn nicht, müsst ihr mich verbessern in den Kommentaren. Glaub mir, der E50M ist ein toller Panzer. Er macht unheimlich viel Spaß. Er wurde, dank Mailand, weiß ich das auch, von seinem letzten E50M-Video, wurde der wohl auch vom Wargaming so ein bisschen angepasst. Wargaming, danke, dass ihr wenigstens einen deutschen Panzer spielbar gemacht habt. Das Ding ist toll. Bitte nicht weiter anfassen. Und wenn ihr ihn anfasst, nur noch weiter nach oben. Das war es schon von mir. Ich werde jetzt ab und zu mal so ein paar Tank-Views mit drin bringen. Unter anderem habe ich auch schon vom Skoda T27 ein schönes Replay drin. Muss ich euch auch mal zeigen, weil es auch einer meiner Lieblingspanzer war im T8-Kampf. Macht Spaß. Ja, in diesem Sinne, haut rein. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Habt Spaß, seid lieb und lasst euch nicht von Corona auffressen. Die Scheiße kotzt mich so an. Also, bleibt gesund, haut rein.